Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 64. Ja, Twister und ich sind bei den Together stehen geblieben in der vor der Windmühle. Ja. Ja. Und wir betreten sie jetzt. Oh mein Gott. Mystic Schill. Was steht? Was ist, oder was ist dahinter? Ah, Mario muss pissen. Ah, ich kann nicht mehr. Ah, wir rollen ja vielleicht. Ah, ich muss auf Klo. Nein, so überdreht ist er nicht. Das ist eine Toilette, oh mein Gott. Toilettenklo, Dixie-Klo. Guck mal. Oh mein Gott, er ist grün. Nein, kill den. Eintritt verboten. Kill den, der kriegt gerade ein Item so raus. Was? Der kriegt gerade so einen Lebenspilz raus. Wir müssen jetzt zwei sein, nee, danach. Ehrlich, Eintritt verboten. Wirklich? Hey, der muss stehen. Nee, Spaß. Oh nee, jetzt muss ich gegen den kämpfen. Oh, drei Stück. Oh mein Gott, was ist das? Ein Goomba! Ganz schön Goomba. Und zack! Jawohl! Fast ge... Was, wie viele Leben haben die denn? Ja, die haben voll viel. Ich glaub, die sind auch grün. Ja, die haben fünf. Die haben zu viel Spinat gefressen. Deswegen sind die auch grün. Ja, stimmt. Ja, genau. Das Popeye. Sind die auch... Ja, ja. Popeye oder wie der heißt. Ja, wirklich so. Ey, Alter, die laden sich auf, sind die irgendwie... Jetzt gehen die ab. Na und? Was macht dich doch unsichtbar mit der Geist? Den Geister oder? Ich glaube, das ist ein dickes Problem. Unsichtbar, Mario, wen sonst? Ja, ach nee, ey, denkst du ein Goomba oder was? Den Gegner unsichtbar. LOL. Oh, ist der blöd. Da ist keiner, aber ich greife trotzdem mal an. Kann ja nicht logisch, schaden. Voll logisch, da ist keiner, man sieht ihn aber noch. Na ja. Logisch. Und der ist eigentlich auch. Der ist tot. Batch. Was bringt ihm jetzt das Aufladen? Das ist doch echt nicht mehr. Keine Ahnung. Blöd. Ey, wie der die Augen dabei zu hat, ne? Hast du gesehen gerade? Ja, der schläft während Kämpfen, ne? 100%! Boom, boom, boom! Blut spritzt. Nein, Spaß. Stirb du! Wow, drei Goombas und der Kampf war so lange. So, ein paar Münzen. Mehr gibt's aber auch nicht. Hier steht, jetzt aber, Eintritt verboten. Eben war's nicht, oder was? Wo sind wir hier? Oh mein Gott, wer ist das? Oh my fucking hell. Es ist Barack Obama, Anne. Wer bist du? Was? Mario? Hat dir jemand gesagt, dass ich Dubba Blubbas geheime Stärke bin? Nee. Hat jemand ausgeplaudert, dass der Dubba Blubber im Schloss nur eine leere Hülle ist und dieser Manier auskontrolliert wird? Nee. Ich, Mario ist dumm. Man kann niemandem mehr vertrauen. Ich kann dich nicht mit dem Wissen über meinen unbezwingbaren Körper von hier gehen lassen. Tut mir leid, aber du bist zu schwul dafür, Mario. So, Mario stolpert mal nochmal. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Schrumpfer an. Ich geb dir zu diesem Gegner nur einen Tipp, der zieht dir live wie Norbert weg, ey. Ich kenne den noch von damals. Weil der ist übel. Strategie, Mitglied hätte ich vielleicht vorher wechseln sollen. Aber das ist mir egal. Doch, ich will Goombario nämlich aufladen. Ich führe nun meine beste Attacke. Besten Attacken aus. Du kannst ihn unmöglich ausweichen, du Wicht. Ich muss mir nur einen Weg vorbereiten. Habe Spaß. Hab nur ein bisschen Geduld. Ich komme schon gleich zu dir. Ist klar. Ah ja, okay. Jetzt wird der startet sich auch auf für die Goombas. Und hat die Augen aber jetzt nur, ne? Lalalala. Was habe ich eigentlich noch für Items? Äpfel. Kein Bock. So. Soll ich einfach mal Sprung drauf machen, Multisprung auf den oder soll ich dem ich. Ja, das mache ich. Den kennen wir doch alle zu gut, den Sprung. Yeah! Und BÄM! Naja, egal. Zack. Aufladen. Er greift jetzt ganz schön an. Was? LOL? Der Zauberer, das hält Schaden. Yay, Schaden. Das ist hier praktisch. Jetzt hätte er dich so viel Schaden gezogen, damit du Game Over wärst. Oh Gott, oh mein Gott. Ich wäre nicht Game Over.
4. Oh. Also im Prinzip hat seine Verstärkung jetzt gar nichts gebracht, denke ich mal. Powerhüpfer. Boom. 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 Yeah. Scheiße. Bist du kleiner. Egal, aber das war jetzt ganz schön viel. Wir laden Goombario wieder auf. Mit seiner Extra-Attacke. Der wacht wieder auf. Was macht er jetzt? Er lädt sich auch wieder auf, aber ich mache wieder den Schrumpfer. Weil dann schwächt Mario ihn ein bisschen. Und der Zauberer hat den Schaden ja eben verringert. Trotzdem. Also den Aufladen. Typ, der müsste jetzt gleich am Arsch sein. Der Typ, der Gegner, das ist dieses jo. Herz. Jo. Wirklich? Aber der lädt sich nochmal auf. Oder nee, der lädt sich nicht nochmal auf. Wie viel zieht das? Bestimmt 8 oder so. 6. Okay, 6 ist aber noch okay. Es geht noch. Ich habe auch nicht mehr ganz so viel Blütenpunkte. Ja, der ist jetzt am Arsch. Yeah. So, wenn der ist ab der Runde am Arsch. Ja, ich muss aber noch mit Goombario angreifen gleich. Ich lade Goombario noch einmal auf, dann greife ich an und dann müsste auch irgendwann theoretisch am Arsch sein. Lol, der ist so winzig. Jetzt habe ich 6. Ich 7 meine ich, Quatsch. Greif einen Goomba an. Gleich. Er zieht mir maximal 6 ab, wenn er sich aufgeladen hat und klein ist. Und jetzt greife ich an. Bad. Yay, 20 Schaden, jetzt sollte er down sein. Yay. Und er ist down. Autschi. Du musst hier weg. Wir kriegen noch nicht mal Levelpunkte. Doch, kriegt man. Kriegt man nicht, er ist abgehauen, er hat sich verpisst. Echt? Oh mein Gott. Ja. Kriegt man den noch, oder? Hast du gesehen? Ach nee, das hat man noch bei den Tuba Blubber, der heißt. Achso, oben kommt, glaube ich, nochmal was. Warte mal. B. Ich nehme Buhu. Ich glaube, den können wir gleich gut im Kampf einsetzen. Und was ich jetzt noch nehme, ist ein Sirup. Und vielleicht noch ein Apfel. Ich weiß nicht, wie stark der Kampf oben ist. Ach, was mache ich hier? So, und ein Apfel. 5 KP sollten erstmal ausreichen. Und dann... Ach, scheiße. Aber sind nur 2, deswegen geht das noch. Fail. Hast gerade Fail gesagt oder okay? Oder sowas. Fail. Fail? Selber ja. Ja, das war die Goombas Pay. Gut. Spinat Goombas. Voll unnötig, dass die da unten rumgerannt sind. Ach nee. Die sollen einfach nur ablenken und den Mario schwächen. Komm, jetzt will ich mit Dings angreifen und jetzt auch down. Ja, bam bam boom. Darin ist er. Ja, das war leicht. Das war sehr leicht. Aber die haben ja eigentlich gar keinen Schaden gezogen. Nee. So, noch ein Blütenpunkt und ein Leben abbekommen. Nice. Und... Yay. Yeah. Okay, den konnte ich zwar noch besiegen, aber ich habe jetzt keinen Punkt drauf. Da ist er. Komm her. Da ist der Sack. Ja klar, du kannst jetzt mal gewartet, wenn du reinkommst. Ich weiß. Logisch. Ja. Aber schön gemacht trotzdem. Es ist an der Zeit für eine kleine Wiedervereinigung. Und das soll eine Hülle sein angeblich. Wo ist er wohl hin? Mario hat es natürlich nicht gesehen. Aber guck mal, der ist gerade eben rausgeschwungen und Mario musste erstmal pissen und kam jetzt erst... Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Wenn mein Herz und mein Körper vereint sind, gibt es keine Möglichkeit mich zu schlagen. Wirklich? Okay, auf zu Tuba Blubba, besiegt den jetzt. Wir hauen ich den mach weg. Mit dem... Fahren mit Power... Nee, mit Schrumpfahren. Aber oder nimmt das überhaupt bei dem? Ich glaube schon. Ja, versuchen wir mal. Hey, guck mal! Hey, lol, wie der aussieht. Oh, guck mal, wie süß! Jetzt sieht der so geil aus. Wie ein Blue Shell aus Mario Kart. Bam, bam, bam! Ey, Alter! Hat der eine Zungengrippe oder sowas? Oder wie nennt man den Kampf? Ey, jetzt kommt wieder der Zauberer. Ich hab echt Luck, was das angeht.
Hallo, ich bin der Zauberer, ich geb dir keine Schaden reduziert. Ich bin der Zauberer. LOL! LOL! Er hat mir keinen Schaden gemacht. Hast du gesehen, wie viel Schaden der gezogen hat? Jetzt komm her, du Schiecher. Willst du was? Oh, du bist bald tot. Alter. Wieder auf dich, oder was? Yeah. LOL! Ey, das war doch echt lächerlich. Ey, Twister. Was? Jetzt müsste der die Zunge so aufhaben, aber kommt so eine Fliege aus dem Mund. LOL. Okay, was erhöhen wir? IP? Ich mal, Moment, aber ich glaube, die Orden sind auch wichtig, aber ich weiß nicht. Was hast du als letztes geholt? Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es echt nicht mehr. Ich würde aber jetzt BP nehmen, weil ich habe eben schon gemerkt, dass ich da irgendwie nicht genug hatte. Oh nein! Obwohl mein Herz und mein Körper weit sind, bin ich trotzdem nicht unbezwingbar. Jetzt bin ich wieder der nicht unbezwingbare. Dies ist so lahm. Ich gebe auf, vergib mir. Lass auch die alle Geister wieder frei, die ich gefressen habe. Und jetzt lass mich in Ruhe, du Klempner. LOL. Und da kommen alle Fliegen raus, die ja gegessen haben. Ah ne, Buhos sind das. Fliegen. LOL, den letzten scheißt der so aus. In Wirklichkeit bin ich nur ein sehr sensibler Kerl, der in einem riesigen Körper was gefangen ist. Ich will nicht länger mehr Zwinger sein, wenn das bedeutet, dass ich gegen Leute wie dich kämpfen muss. Voll doch, ey. Das zieh dich. Geschichte recht! Und alle, die gefressen wurden, sind wieder zurückgekehrt! Aber ich werde allen sagen, den armen Tupperblubber nicht mehr zu erschrecken. Davon bekomme ich nämlich Blähungen jeden Tag. Wir haben mich Tupperblubbertag und Nacht erschreckt, weil er so ein Feigling war. Mein Tupperbong ist schief. Aber egal. Wir bereuen es nicht. Ich meine, ist es die Aufgabe von uns Geistern, die Leute zu erschrecken? Nebenbei, das war gerade eine neue Blähung von mir. Ich hoffe, sie gefällt dir. Noch nie zuvor habe ich so viel Energie gehabt. Ja, und das macht mich ganz aufgeregt. Und, ja, natürlich habe ich das jetzt auch mal öfter. Das ist also normal. Ich glaube, ich sollte mir etwas mehr über die Welt in Erfahrung bringen. Daher werde ich dich noch ein Weilchen begleiten und meine Beziehungen gehen leider auch nicht so schnell weg. Ich bitte, komm nicht mit. Geht das in Ordnung, Mario? Natürlich geht das in Ordnung. Nein. Okay, wir müssen ihre Blähung. Mach nein! Abgemacht. Ich frunz dich voll und wir bleiben da und ich gehe mit auf deine Reise. Gut, egal, ich habe ja noch nicht anders gesprochen. So, Mario, wie versprochen, gebe ich dir einen Stern zurück. Oh, wie süß. Butler. Was? Butler, komm hierher. Hitler. Vielleicht haben wir wirklich das gedacht, ne? Vielleicht einfach nur das U als I machen, aber er ist Hitler. Voll Asi, ey. Hier, Mario. Er ist jetzt frei. Ey, die ist auch voll mies. Der Butler hat die ganze Zeit diese Sternkarte. Ach nee, dann gibt's lässt die nicht Fall. Frei. So nee, wir müssen erst den Unbezwingbaren besiegen, sonst, sonst kann hier zwar die ganze Welt untergehen und so, aber egal. Sternkarte, yay! Juhu! Wir haben den Nerd gefangen. Genau. Oh ja, ich bin alt! Und der hatte in Mario Party 5 oder so diese Kampfmaschinen. Ja, das war geil. Daher kenne ich ihn auch. Ich kannte Mario Party 5 vor diesem Spiel. Ich nicht. Das Geheimnis von Tupperblubber wurde gelüftet. Oh, das sollte Königin Buhu da machen, oder wie die heißt. Und Professor aus seinem Clown befreit. Jetzt, da Tupperblubber nur noch ein böser Traum ist, können die Buhus herzenslust herumspucken. Selbst der Winde, der sein Lied in der Schlucht erklingen lässt, scheint ihren Sieg zu feiern. Zumindest im Moment. Mit seiner neuen Freundin Bu im Schlepptau begibt sich Mario auf die nächste Etappe seiner Reise. Woher weiß er das? Speichern weiter. Yeah. Speichern und löschen. Was wollen sie auswählen?
löschen. Oh Gott. Alles mit der Peach. Da mit ihrem Sabatou. Warte mal. Du kannst sie so schon. Ich. Du bist Twink. Ich frage mich, wie es Mario geht. Glaubst du, er hat seinen Weg gefunden, diesen Turm zu besiegen? Das frage ich mich auch. Ich bin so besorgt, weil sie mit Mario verletzt worden ist. Ach, was, er hat nur einen Kopf verloren. Wir sollten uns nicht mit solchen Fragen quälen, okay? Warum schleichen wir uns nicht nochmal raus und verarschen Bowser, wie es geht? Wenn es Mario tatsächlich gelungen ist, Tumor zu besiegen, dann müssen Bowser und seine Leute mittlerweile völlig aus dem Häuschen sein. Glaubst du nicht auch, Peach? Du hast recht, Tink. Es hat keinen Sinn, hier rumzusitzen und sich die ganze Zeit die Augen einzukleben. Lass uns versuchen, etwas herauszufinden. Ja, lass uns machen. Los, drück mal. Ich drück mal da drauf. Angeblich aber noch. Oh. Oh nein. Ja, logisch. Boom. Auf einmal sind dann Bild ist aber komplett verschwunden. Ja. Aber Twink. Twink. Red mit mir. Dein Tampon. Ja, ich muss nämlich noch mal pissen. Ich muss pieseln. Dann die Ecke. Warte mal. Er muss sich wirklich da hinsetzen. So, ich bin fertig, Twink. Ich hoffe, du hast mir nicht zugeschaut. Du bist wie ich. Guck mich immer. Ich sag dir was, Twink. Du guckst mir nicht zu, wenn ich da pinkeln muss. Komm, geh weiter und tun dort, wie wir den Schalter nicht gedrückt haben. Hey. Ich finde den Schalter nicht, Twink. Sag ja, und da ist jetzt hinter der geheimen. Ach, da ist er ja. Hinter dem geheimen Kamin, der auf einmal kalt ist, auf einmal noch ein Schalter, wo man. Das ist schon das zweite Mal, dass da kommt. Warte. Übertreib's. Das kann nicht sein. Nein. Nein. Nach der Reihe noch, aber langsam. Eure Verdorbenheit, was ich versuche euch zu sagen, ist. Punkt. Tuba Pluba wurde Punkt. Schluck, Ausrufezeichen, Punkt von Mario besiegt. Nun, das ist eigenartig. Weil du mir gesagt hast, dass du unbezwingbar bist. Wie kann man jemanden besiegen, der doch eigentlich unbezwingbar ist? Peach! Bin ich hier, Bowser. Ey, ganz ehrlich, hier müsste es doch stinken. Bowser stinkt sowas von. Unter seinem Panzer. Zigarette austreten. So sah das aus. Blöder Mario. Wahrscheinlich hat er das Geheimnis herausgefunden, dass Super Blubber nicht mehr ganz so unbezwingbar macht. Und dann hat er ihn besiegt. Ich verbrachte Mario. Was? Ich verachte Mario, ich verbrachte. Eure Schmutzigkeit. Wir müssen uns rasch eine andere Taktik einfallen lassen. Ich hab grad gesagt, Bowser wäre schmutzig. Also. Mario geht nun sicher zur Scheiger Spielzeugkiste. Yay. Ja, darauf habe ich mich gefreut. Und er braucht sich gar nicht darauf vorbereiten, dieser Schlingel. Ich werde mich nicht mehr dazu zufrieden geben, dass er das ganze Spielzeug bekommt, was ich damals nicht von meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Wir müssen seine Schwachstelle herausfinden und ihn völlig demütigen. Ja. Kami Koopa, finde heraus, was Mario hasst und. Oh mein Gott, eine Hure! Warum war das die Prinzessin hier? Was ist mit dem Wachen los? Der denkt voll nach. Nein! Wartet! Das ist eigentlich sehr passend, meine Schleimische Prinzessin, ja. Hat auch gelesen. Schleimische Prinzessin. Wir haben gerade über die Schwachpunkte unseres Freundes Marius gesprochen. Weißt du vielleicht etwas mehr darüber? Hab ich alles mitbekommen. Also, Prinzessin Peach, was könnt ihr mir über diese Schwachpunkte berichten? Und, ihr müsst ehrlich sein, welches dieser Dinge hasst Mario am meisten? Goomba? Oh. Ey, nee.
Bowser steht. Gib Pilz ein. Da kriegen wir einen Pilz. Mach mal. Soos. Kennst du von den YouTube-Poops? Da machen wir immer Soos und so rein. Ja. Diese ganzen Soos. Und sowas kann man voll oft machen. Ausgezeichnet. Gibt's noch etwas, das ihn mit Abscheu erfüllt? Donnerzorn. Richtig. Gut. Wie steht's damit? Was heißt er dann davon am meisten? Poké, Cooper, Super Soda. Ausgezeichnet. Perfekt. Danke, Prinzessin. Danke für diesen Abend. Stellt sicher, dass Mario überall das stolpern wird. Diesmal werden wir ihn besiegen. Lol. Hast du jetzt alles gemerkt, Kimmy Cooper? Mach dich sofort auf den Weg. Hau ab. Natürlich, eure Knorrigkeit. Hast du auch gerade Mario dran? Oder etwa nicht? Ich hatte tatsächlich leichte Zweifel. Okay. Punkt. Aber es ist ein Befehl von König Bowser. Ich habe keine andere Wahl, als ihn zu befolgen oder ihn zu verarschen. Wie auch immer, wir werden schon sehen. Ausrufezeichen und Ende. Natürlich weißt du das. Meine Techniken sind brillant. Und meine Brille brauche ich auch. Sie sind wahre Kunst. Nun, Kimmy Cooper, lass Prinzessin Peach sofort auf ihr Zimmer zurückbringen. Und vergiss die Windeln nicht. Und das Toilettenpapier. Endlich werden wir Marios Ende erleben. Endlich. So. Wachen! Achtung! Bring Prinzessin Peach sofort und voll brutal auf ihr Zimmer, sonst klatscht auf der Stelle. Jawohl, Madame. Hey, was wollen die von mir? Hallo? Oh nein! Oh, mein Arsch! Mein Arsch! Pack mich da doch nicht hin, bitte! Das gehört sich nicht! Nein, nicht in die Folterkammer! Guck mal, der Bowser konnte gerade ganz an reingucken in den Rock. Lol, das war Absicht. Zwing wird von der Tür zerquetscht. Bowser knurzt davon. Aber er hätte nur der Arme Stern so im Kopf ab. Oh mein Gott! Hallo, wir haben Kenny gefunden. Ich wusste, du wirst es schaffen. Ich weiß nicht, wie ich dir da so... Auf jeden Fall war die Entscheidung, dich um Hilfe zu bitten, durchaus richtig. Du bist ein großer Mann. Ein kleiner Mann. Aber du bist nur doof. Jetzt, da ich wieder frei bin, kann ich dir auch helfen. Nee. Ha! Wo sind die Drogen hin? Hast du die dabei? Oh mein Gott! Marios Drogenkraft erhöht sich auf 3. Mario behält zusätzlich Speed-Drogen und die Droge Sternsturm. Ein Ecstasy, oder jetzt? Die Droge Sternsturm bricht über alle Gegner herein und betäubt sie. Für Mario, ja, da habe ich eine schlimme Nachricht für dich. Bossers Kraft scheint von Sekunde zu Sekunde zuzunehmen. Vermutlich wächst seine Kraft aufgrund des Sternstabes. Wir sind uns nicht mal sicher, als ob er es überhaupt merkt. Aber ohne Zweifel hat er seine Macht unglaublich zugenommen. Er hat zugenommen. Zukünftig müssen wir noch viel vorsichtiger sein. Und ja, es tut mir leid, dass ich euch jetzt... Ich hab einen Termin, aber ja, egal. Die anderen Sterne warten dort schon auf mich. Ja, welche anderen sind nur 2 oder 3? Und ich hab noch was vor. und bitte verratet niemanden, dass ich jetzt bei Peach bin und im Nimmermeerwald habe ich mich immer verirrt. Und dann war Peach auf einmal halt nackt vor mir und... Danke, Mario. Bis bald. Und... Peach, ich komme. Hä?
So, ist das denn, das war jetzt ganz schön lang von meinem Zeitgefühl und ja, der Part war jetzt auch lang genug. Wir stehen da jetzt, wo wir am Anfang standen. Ja. Und dann würde ich sagen, dass wir uns am Anfang des nächsten Parts wieder in Toad Town wiedersehen, wenn nichts dazwischen kommt. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Bis dann, okay. Geist. Bis dann, Geist.